Wilde Tiere Teil 2. Vor einiger Zeit haben wir schon über die Ausstellung Wilde Tiere in der Kubin-Galerie Wernstein in Österreich berichtet. Aus Anlass dieser hochkarätigen Ausstellung wurde ein oberösterreichweiter Jugendkunstwettbewerb ausgerufen. Über 450 Bilder wurden eingereicht. Wunderbare Bilder, wie das Jurymitglied und selbst Künstlerin Annette Smolka-Woldan nur bestätigen kann. Wir haben eigentlich fast jedes aufhängen wollen, aber ich sag, BM hätte ausbauen müssen, die ganze Galerie, weil der Platz einfach nicht reicht. Nun konnten leider nur 15 Bilder prämiert werden. In den drei Alterskategorien 7 bis 10, 10 bis 14 und 14 bis 18 Jahre. Wirklich talentierte junge Künstler und Künstlerinnen waren dabei. Auch das Lieblingsbild von Annette Smolka-Woldan. Eine Katze, tragisch, komisch, witzig. Ich hoffe, der Schüler verkauft mir die Katze. Viele Katzen waren dabei, große und kleine, süße, naturgetreue und wilde. Auch die Tochter des Bürgermeisters von Schärding wurde mit ihren abstrakten Katzen prämiert. Wieso hast du diesen Hund gemalt? Weil ich mir gedacht habe, mit dem gelben Hintergrund, dass die dann besonders herausstechen und das, ja. Aber wo sind denn die Pferde? Wir von Reiter TV wollen natürlich Pferde sehen. Eine junge Dame hat ihre Kunst dann doch noch den wilden Pferden gewidmet. Also Pferde haben mich schon immer fasziniert und ich reite ja selber auch schon seit 9 Jahren. Und ja, eigentlich zeichne ich fast ausschließlich Pferde und mir gefällt einfach die Dynamik an ihnen und auch die Kraft, die sie ausstrahlen. Und sie sind einfach gutmütige Viecher und einfach super Tiere und mir gefallen sie voll. Ein voller Erfolg dieser Kunstwettbewerb, wie Galerist Peter Beham nur bestätigen kann. Wir haben nicht erwartet, dass so viele Exponate die Galerie erreichen. Es waren also über 450 und daraus haben wir leider nur 15 auswählen können. Platzbedingt hängen zwar mehrere hier wie 15, es hängen also um die 60 Bilder, aber trotzdem, die anderen sind in einer Mappe zu sehen. Es ist schwierig, so viele Bilder unterzubringen, aber allein das Bestreben der Schüler, sich zu beteiligen, ist schon bemerkenswert und ist mit viel Dank seitens der Galerie verbunden.